Hallo. Du hast aber eine schöne Ausstrahlung. Um das Thema Kompliment machen geht es im heutigen Video. Und ich denke, ich gehe da mal auf Zürich und 6 Leute Platz und frage mal verschiedene Zürcher und Zürcherinnen, ob sie schon ein Kompliment an eine fremde Person gemacht haben und umgekehrt, ob sie schon mal ein schönes Kompliment zurückbekommen haben. Und ich würde sagen, ich habe genug geschnurrt. Fangen wir an mit den Interviews. Let's go. Ich bin da mit Tamara. Vera. Und Nadine. Hi. Seraina. Naima. Laila. Und Asena. Ilse. Alex. Lili. Sarah. Sira. Ich bin der Heinz. Mit der Ruth. Ich bin die Tuja. Ich bin Dominik. Und ich bin die Kerstin. Michelle. Lorina. Lorina, hast du schon mal einer fremden Person ein Kompliment gemacht? Ja, ich glaube es, aber vielleicht nicht im nüchternen Zustand. Ah ja. Ja, vorher habe ich mal. Sie haben wirklich so mega coole Jacken angehabt und dann habe ich einfach gefunden, ich muss mal sagen. Und bin so an und habe gesagt, wow, mega coole Jacke. Und sie hat sich so voll gefreut irgendwie. Und ja, ist schon schön gewesen. Komplett fremd nicht. Wenn wer neuer im Freundeskreis dabei ist und beispielsweise schöne Kleidung anhat oder so, und dann habe ich ja gesagt, ja, bist schön anzogen oder sowas. Obwohl ich die Person nicht kannt habe. Ja, das habe ich schon mal spontan gemacht. Ich habe mal eine Dame gesehen im Fahrstuhl. Die hatte ganz, ganz tolle Schuhe an. Da habe ich ihr ein spontanes Kompliment gemacht und ich glaube, die hat sich auch gefreut. Du hast sicher auch schon eins bekommen, oder? Ja, tausende. Ja, gerade in den letzten 10 Minuten schon mindestens 10. Ja, ja, also es war mal irgendwie in Zürich, wo ich draußen am See gesessen bin und dann habe ich zwei mega hübsche Frauen gesehen und dachte, weil ich sie die ganze Zeit so anstarre, muss ich ihnen schon sagen, dass ich sie anstarre, weil ich sie so schön finde, sonst meine ich jetzt, ich hasse sie oder irgend sowas. Ja, eine Frau, die einen schönen Mantel hatte, habe ich einfach gefragt, ja, wo sie den Mantel hat. Er steht ihr sehr gut. Sie war ein bisschen verlegen. Mhm. Also so ein bisschen, ah, okay, aber sie hat sich auch sehr gefreut. Ja, schon ein paar Mal. So? Ja, ja. Also unser Job ist, wir arbeiten auf der Straße und keine Ahnung. Dann siehst du mal jemanden, wo du vielleicht denkst, er hat eine nice Jacke oder schöne Haare oder irgendetwas. Und dann findest du so, hey, look, du hast nice Haare oder keine Ahnung, geile Schuhe oder keine Ahnung, mach irgendetwas. Ja, wir sind auch immer so geizig mit so Sachen. Und eigentlich ist es voll falsch. Und also es geht, glaube ich, unsere Gruppe da ist, das lebt sich, wir leben das recht aus. Wenn du jemanden siehst, der schöne Haare hat, hey, mega schöne Haare oder hast schöne Augen. Und es ist halt immer, wie man versucht, irgendwie etwas von jemandem etwas zu haben, oder? Ja, ich finde natürlich, es ist nicht selbstverständlich, darum schätzen wir es natürlich umso mehr, oder? Mhm. Wenn jemand ein gutes Kompliment bekommt und es ist ein schönes Gehören, warum nicht? Und wenn mir etwas gefällt, dann sage ich das offen. Es ist so ein Geben und ein Nehmen. Also wenn du jemandem etwas Schönes kannst sagen, wo du wirklich so fühlst und es authentisch ist, dann nimmt das die andere Person wahr und schenkt dir das Lachen oder was auch immer. Mhm. Man ist sich eigentlich gar nicht so fremd, wenn man sich einfach auf die Sachen konzentrieren würde, die wir gemeinsam haben miteinander. Also auf die Sachen, die wir nicht gemeinsam haben. Wäre das auch genau das? Das könnte man jeden Tag ausleben. Ja, danke. Ja, also, ich kann mir jetzt nochmal geben. Ja, das habe ich in der Tat, und zwar in einem Zug einer Frau, die ein Buch gelesen hat über eine Südpol-Expedition. Ich habe ihr gesagt, dass sie offensichtlich sehr vielseitig interessiert und das erachte ich eher als Kompliment. Ich habe einer Frau mal gesagt, dass sie mega schöne Haare hat, also weil sie so schöne Locken hatte. Nein, ich nicht. Das habe ich schon verschiedentlich gemacht. Ich mache das immer, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute das, wenn sie es verdienen, dass man ein Kompliment ausspricht. Es kommt immer gut an und das tut die Leute auch motivieren für weitere Engagement. In einer Fremden weiss ich nicht, aber in einer Person, die ich kenne. Ich mag mich besinnen, ich habe im obersten Chef der Stadtreinigung der Stadt mal ein Kompliment gemacht und gesagt, er führe sozusagen Perlen von der Stadt. Er war erstaunt, dass ich das auf diese Art angeschaut habe. Aber ich bin immer noch überzeugt, das ist so. Und es ist auch ganz wichtig, dass diese Leute Komplimente bekommen für die Arbeit, die sie tagtäglich leisten. Wie ist es denn umgekehrt? Hast du schon mal Komplimente zurückbekommen, Schöne? Ich habe auch Komplimente bekommen. Das, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, vielleicht gibt es noch andere, war von einem absolut tollen Jazzmusiker, der in der Zwischenzeit verstorben ist, von George Grunz. Mhm. Der hat zu mir gesagt, sie machen Politik wie Jazz. Und das ist natürlich das ist ganz ein verrücktes Kompliment, oder? Und ich habe dann auch gedacht, jetzt muss ich mich mal noch tiefer mit Jazz auseinandersetzen. Was heisst das, oder? Und das hat mich sehr weit gebracht, weil ich da in letzter Zeit, weil ich auch jetzt Zeit habe, sehr viel auch Jazz höre und habe enorm Freude, auch immer wieder an das zu denken. Ja, sicher. Zum Beispiel habe ich im Zug gehockt und dann ist mir vis-à-vis ein Mann aufgefallen, der so schick angelegt war. Und dann habe ich zu ihm gesagt,
gell, sie gehen schon sicher aus an einem speziellen Anlass. Hat er gesagt, wieso? Hat er gesagt, ja, man sieht das, oder? Hat er gesagt, ja, sie haben Tracht. Ich treffe zum ersten Mal meine neue Freundin. Ich vermute schon, aber vor allem ist mir aufgefallen, oder mag ich mich noch erinnern, was mir passiert ist. Was ist denn dir passiert? Ich hatte Gehschwierigkeiten wegen Achillessehnenentzündung. Ich bin in ein Orthopädie-Geschäft gegangen und ich habe mir Spezialeinlagen machen lassen. Und dann hat ein junger Herr, wirklich ein junger Herr, fast im Alter von meinen Söhnen, hat mich zahlen und das alles gemacht. Perfekt. Und nachher sagt er, entschuldigen Sie, will mal, dürfte ich Sie umarmen? Und dann habe ich ihn so angeschaut und dann hat das einfach so ehrlich gewirkt. Dann sage ich, ja, bitte. Dann nachher hat er mich ganz fest umarmt, so wie man, ich weiß auch nicht, einfach umarmt wie eine Großmutter oder Mutter oder jemand einfach mal. Dann sagt er, da ist es mir dann schon noch wohl. Also, du hast gesehen, die Leute freuen sich weiterhin auf ein Kompliment. Aber wie du schon von den Antworten ein bisschen mitbekommen hast, bist ein bisschen kreativ. Vielleicht nicht gerade jeder Zweite sagen, sie hat schöne Augen, sondern ein bisschen kreativ, ein bisschen bezogen auf die Situation. Ich würde sagen, das wäre es vom heutigen Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es doch, kennst du das mit dem Daumen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich wünsche dir viel Spass beim Kompliment machen. Und bis bald. Ciao.